Ich euch gerade auch im Dings gezeigt im Video. Hier tut es heute richtig weh, hier an beiden Seiten, weil wahrscheinlich, weil du immer diese Bewegung machst, sowohl beim Runtergehen, dann machst du ja auch diese und das tut alles weh. Und hier hinten richtig und zieht bis in die Knie. Aber heute ist es hier vorne so schlimm. Richtig unangenehm. Das ist ein Elektroroller gewesen. Hat der Schwierigkeiten? Electric Bicyclette. Jo, den kann man fahren ohne Führerschein, weil der hat schon Schwierigkeiten gehabt eben, ne? Glaube ich. Das kann man halt ohne Führerschein fahren. Naja, wir müssen halt mal gucken. Aber sowas will ich eigentlich nicht. Ich möchte gern so drei Räder haben, obwohl die wahrscheinlich noch schwerer vom Gewicht her sind. Ne? Wahrscheinlich braucht er tatsächlich noch mehr Gütsch, also noch mehr Power. Never shown more. Lass uns da mal beraten. Ja, also ich gehe dann, wie gesagt, jetzt mal runter. Bin auch schon fast unten. Ist natürlich warm. Nicht überhaupt, wo ich gesagt habe, ich habe so viel zu tun. Jetzt bin ich schon wieder unterwegs. Und ja, weil ich ja zum Basar gehen wollte, aber eben noch nicht heute Morgen. Ne? Ich habe ja morgens immer so viel zu tun. Auch ich habe noch keine Videos. Also ich habe bis 3 Uhr, ich habe eben das 3 Uhr Video noch einmal eingestellt. Aber die Vlogs noch nicht um 4. Also ich muss spätestens dann um 4 einen Vlog einstellen. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Ich kann es dann nur nach unten machen, aber unterwegs machen. Meine Brille ist sogar dabei, aber ja, ich würde jetzt gerne das hinter mich bringen. Deswegen bin ich gleich los, weil ich war ja schon angezogen. Ich habe nur mein Kopftuch getauscht, falls ihr euch wundert, weil das andere war zu durchsichtig. Und dann habe ich mir das Unterkopftuch untergezogen, weil sonst siehst du hinten die Haare durch. Bei dem jetzt nicht, aber bei dem anderen hätte man das gesehen. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich auch bei diesem was oben, ist mir zu unsicher gewesen, aber man sieht es so nicht. Ich habe das ja jetzt auch hier rumgeschlungen. Hätte ich das bei dem anderen gemacht, dann hätte man auch nichts gesehen. Ja, da habe ich gedacht, ich nehme das jetzt. Passt vielleicht auch besser zur Bluse. Weil ich habe ja noch immer so eine, eine weiße hätte ich schon gern, so ein, nicht eine Bluse, hier eine Weste. Habe ich nicht. War nicht schlimm, wie gesagt. Deswegen habe ich jetzt einmal das Kopftuch getauscht. Vielleicht. Eigentlich wollte ich nur das Unterkopftuch anziehen. Dann habe ich gedacht, dann ziehe das auf. War sowieso total nass geschwitzt. Vor Stress. Ich sag's euch, solche unvorhergesehenen Schwierigkeiten, ne, kann ich ganz schlecht mit umgehen. Das muss alles planbar sein, die Schwierigkeiten. Morgen oder so. Dann kann ich direkt, ne? Obwohl so ist ja besser, dann ist weg. Was unangenehm ist, ist weg. Musst du dir nicht Sorgen machen, ob es klappt und dies und das. Ich hatte aber auch gesagt, dass es nur noch heute, dass ich das heute bis 18 Uhr abholen muss und spätestens am Montag aber, hat sie gesagt. Wahrscheinlich wird das dann auch wieder zurückgeschickt, denke ich mal, ne? Damit die da nicht so lange lagern. Naja. Ich bin am Basar angekommen. Ich habe gerade überlegt, ich brauche ja für dieses Teppichwaschgerät auch so ein Waschmittel. Ne? Kann mir nicht vorstellen, dass das damit drin ist, aber schauen wir gleich mal. Sonst würde ich einfach so ein Flüssigwaschmittel nehmen. Das habe ich in Deutschland auch mal gemacht. Das ging eigentlich immer ganz gut. Klar, ist nicht gut für die Maschine, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Schalla. Naja. Wir sind jetzt am Basar. Ich glaube, wir sind an der Klamotte erstmal. Könnt ihr auch noch bei mir bleiben, bevor ich das Gemüse drehe. Ich habe überlegt, ich habe ja noch Pfirsiche. Das reicht auch erstmal zur Not. Da brauche ich nicht so viel Obst schleppen. Pfirsiche reicht. Und also diese Nektarinen habe ich ja noch, kann er essen. Dann würde ich mal vielleicht Paprika holen, Tomaten. Kann ich zur Not auch oben holen. Der Paprika auch. Also ich meine, ich bin hier umsonst hergerunter geglatscht. Naja, wir schauen mal.
Sporsch. Sporsch. Wie heißt das auf Türkisch? Das heißt nicht Sporsch, das heißt Sporsch. Irgendwie so. Sie sind da. Oh, meine Füße. Oh, meine Güte. Wird immer schlimmer statt besser. So. So. €5 nutzen mich, nehmen das nie normal, ne? Hallo, you want? Vi ska slänga dem som är. Ich habe ja das Gefühl, dass die Klamotten teurer geworden sind. Keine Ahnung. Was sagt ihr? Teilweise bestimmt. Ich bin einmal durch und jetzt gehe ich Richtung Moschee. Weiß nicht, wie lange haben wir noch? Es hat auch noch nicht gerufen. Ja, auch noch so Clips für die Kopftücher, also nicht so zum Stecken, sondern so zum Clipsen, ne? Wisst ihr? Oder Magnete. Mich aber nicht, glaube ich. Ja, meistens diese Nadeln. Ja, ich
So, jetzt gehe ich mit mir Geld wechseln. Und dann nochmal zum Strand und dann nach Hause. Da habe ich ja auch noch einiges zu tun, so Gott will natürlich. Gespannt, wie der Kurs ist, und dann gucke ich gleich bei Chap und dann sage ich euch mal, wie günstig oder ungünstig das ist. Den jetzt mal gefragt, unseren Wechselheine hier, bei dem ich immer wechsle. Und er hat gesagt, dass er meistens günstiger wechselt als die Banken. Die Banken wechseln oft ungünstiger, sagt er. Das kann ich aber nicht unbedingt immer so bestätigen, weil ich auch das Gegenteil mal gesehen habe. Ich habe auch gesehen, dass die Bank mal besser wechselt als er. Weiß aber nicht, ob es dann vom Konto, also wenn es direkt vom Konto gewechselt wird, ob das eventuell ungünstiger ist, das weiß ich nicht. Ne? Vielleicht meint er das. Ja. Heute ist Samstag, ich kann eh nichts vor Tab, sonst würde ich das mal fragen bei Tab, wieso das so ungünstig ist. Er hat auch gesagt, wenn du bei mir wechselst für 34,5, ne? Klar ist das günstiger, das weiß ich auch, das ist besser für mich natürlich. Nur warum, ne? Ist das immer so oder keine Ahnung? Nächste, das werde ich auch noch rausfinden. Und ich habe das letztes Jahr schon gemerkt, ne? Ich habe letztes Jahr schon gemerkt, dass ich sehr ungünstig gewechselt hatte. Da hatte ich mich 500 € auch gewechselt von meinem Eurokonto, weil dachte ich mir, ich mache das erstmal, ne? Besser ist, dass was drauf ist. Und dann habe ich nachher gewechselt hier in der Wechselstube, habe ich gesehen, dass es sehr viel ungünstiger war. Habe mir aber jetzt nichts dabei gedacht und habe das auch eigentlich so verdrängt, ne? Und jetzt wieder. Aber ich habe auch keine Lust, ständig aufzupassen, dass da genug Geld drauf ist, ne? Mal ehrlich, aber es ist schon viel, wenn du 500 € wechselst oder so, dann macht das schon viel aus. Naja, Saloppa sage ich einmal vorbei und dann zum Strand und dann nach Hause. Ich habe jetzt nichts beim Basar gekauft. Oh nee, der typisch Evi. Ich habe keinen Bock, das so zu schleppen. Mano. Warum bin ich dann runtergekommen? I don't know. Egal. Ich kaufe ein paar Paprika und Fleisch muss ich aber kaufen. Das heißt, ich muss mal in die Atatürk. Oder ich kaufe da hinten. Kann man. Da muss ich ja zum Dienstagsbasar hochlatschen. Nee, dann kaufe ich immer in Atatürk. Okay. Ist nichts. Nichts Neues. Also hier haben die ja immer die Angebote liegen gehabt, haben die aber diesmal nicht. Bis auf so Schwimmen. Nee. Sauber macht Dinger da. Ja, und hier halt, ne? Tücher und Handtücher und so. Nö, wir gehen jetzt dann nochmal eben zum Strand. Und dann muss ich nochmal eben Fleisch kaufen. Genau. Strand ist relativ wellig.
Und auch wieder diese Sandschicht oder was das ist im Meer. Wird wieder irgendwo irgendwas reingespült. Sehr eigenartig. Seht ihr, ne? Ja, ich gehe jetzt Fleisch kaufen. In der Hoffnung, dass das kalt bleibt bis oben. Ich komme jetzt erstmal bei Schock, was zu trinken. Ich habe richtig Durst. Da ist auch der Schlachter, aber erstmal trinke ich was.
was anderes? Dann nehme ich mal eine Cola zur Feier des Tages. Das dauert immer echt lange da, ne? Ich sag's euch, ja. War eine Vorstellung, ne? Ich habe 600 Gramm Lammgulasch gekauft, also auch, da ist auch Fett dran, ne? Und das hat 480 Teller gekostet. Das ist teurer als in Deutschland, ne? Das ist nicht mal ein Kilo, das ist ein halbes Kilo, ein bisschen mehr, also 600 Gramm halt, ne? Und da bezahlst du über 10 Euro, das sind 12 Euro. Das heißt, fürs Kilo Kuschbasche von, also vom Lamm, ja, Lamm, auch mit Fett, das ist ein halbes Kilo 12 Euro. Oder ja, ein bisschen mehr halt. Ne? Wahnsinn, wirklich richtig teuer. Du kriegst ein Kilo, soweit ich weiß, bin ja nicht mehr in Deutschland, ne? Aber das ist echt teuer, ne? Also ich hatte auch immer so im Kopf, dass das so Fleisch ungefähr gleich ist. Ein bisschen teurer vielleicht als in Deutschland, aber das ist ja doppelt so teuer. Ich frage mal meine Söhne, wie viel die dafür bezahlen, aber das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn, oder mein Mann. Doppelt so teuer, doppelt. Keine Ahnung. So, ich bin bei dem Reich. Mal gucken, die Kringel könnte ich nochmal holen. Die haben eigentlich immer ganz gut geschmeckt hier. Die da. Spülmittel, Dings brauche ich für den flüssiges Dings. Könnte ich auch online bestellen, aber ich weiß ja nicht, ob das klappt. Außerdem kommt das heute und ich werde es ausprobieren heute. Da muss ich das holen jetzt. Da muss ich so machen, ne? Machen wir mal. Ja, hier kannst du auch kaufen, ne? Aber wie gesagt, wie viel kostet das? Skala Köfte Döner Kebab. 400 Gramm, 200 ist dann über die Hälfte weniger. Wahnsinn. Tja, also ich weiß auch nicht, Leute. Ich weiß auch nicht. Frischkäse habe ich noch. Wurst wollte ich holen, ne? Ist auch teuer geworden, ne? Alles teuer. Joghurt habe ich auch nicht mehr, aber das nehme ich dann. Naja, aber keine Ahnung. Kann ich ja bestellen. Ich nehme jetzt erstmal mit. Was ist das? Und Milch. Ich bin wieder zu Hause. Oh mein Gott. Das war anstrengend heute. Sehr warm, ne? Also ich habe einmal leider kein Vollwaschmittel im Flüssig gefunden, sondern nur farbiges Zeug für Farbdings. Die lieber Vollwaschmittel gehabt, gab es nicht in flüssig. Die Wurst, 69 Teller, zwei von den Kringeln. 179 habe ich bei Beam bezahlt dafür, für diese drei, vier Sachen. Und das Fleisch, ich sag's euch, ne, ich bin geschockt, ehrlich. Guckt euch das mal an, das ist ja auch viel Fett, ne? Darfst du auch nicht vergessen, das sind 600 Gramm. Und für 480, gucke ich gleich mal ganz genau, was das ist. Wie viel, obwohl wir ja auch immer schlechter wechseln, als das Internet steht. Ich habe für 34,5 gewechselt den Euro. Könnt ihr euch selber ausrechnen vielleicht. Ist aber frisch, ein Glück, Alhamdulillah. Tue ich gleich in den Schrank rein, damit das sofort kalt wird. So.
3 Portionen. Müssen reichen, glaube ich. 480. Ihr habt ja gesehen, dass das Banner Kuschbasche, also das Kalbsgulasch, hat bei ihm nur 400 Teller gekostet. Darf man aber jetzt auch nicht verwechseln. Das sah zwar gut aus, Bismillah, aber es ist trotzdem nicht garantiert, dass das auch gekühlt wurde, ne? Also ich bin misstrauisch bei Beam. Ich hatte euch das ja schon mal, also nicht nur bei Beam, sondern auch bei den anderen Discountern. Meine Kinder, also meine Tochter lebt ja auch in der Türkei. Und mein Schwiegersohn, die würden das nie kaufen bei Beam Fleisch, nie. Weil das einfach, machen die nicht, ne? Die kaufen immer beim Fleischer. Aber gut, ich weiß es nicht, ne? Aber es ist natürlich um einiges günstiger. Ich habe euch ja auch schon gezeigt, ne, wie das Fleisch da steht und nicht gleich eingeräumt wird, die Kühlkette dann eben nicht durchgängig eingehalten wird. Wo habe ich euch das gezeigt? Bei Schock, glaube ich. Weiß nicht. Das kannst du aber natürlich auch nicht beim Fleischer garantiert haben, ne? Weißt du auch nicht, aber ist schon mal. Ich glaube, dass die schon drauf achten. Ist ja auch ihr Ruf, ne, letztendlich. So, das tue ich gleich mal ins Eis. Eher vielleicht als bei den Ketten. So. Das ist echt teuer, ne? Also da war ich echt gespannt. Das ist ja teurer, sehr viel, doppelt so teuer als in Deutschland. Ich kenne die Preise nicht, ich bin jetzt ja ein Jahr weg, aber kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt für ein Kilo Lammfleisch, dieses Stückchen Fleisch, also Lammgulasch, für mit so viel Fett auch noch dran, ne, das ist ja richtig viel Fett dran, also die Hälfte ist ja Fett, dass du dafür 20 Euro bezahlst, 22 Euro, nie im Leben. Das google ich auch gleich mal, also das ist unmöglich, dass das so teuer da ist.